Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Da das eine neue Aufnahmesession für mich ist, müssen wir hier leider nochmal looten. Hier gibt's nichts, denn The Last of Us speichert nämlich nicht an dem Punkt, an dem man speichert, sondern The Last of Us speichert ganz eigenwillig, auch wenn man selbst speichert. So, wie soll man nicht nochmal ein? Genau, es ist, glaube ich, jetzt für dieses... Ja, fast, sogar über einen Monat her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Hier, The Last of Us. Und von daher muss ich jetzt erst mal ein bisschen wieder reinkommen, ne? So, Taschenlampe, aber sonst ist hier nichts mehr. Wir haben ja zum Glück in der letzten Folge diese ganzen Leute hier ausgeschaltet. Und Ellie hat gut mitgeholfen. Wobei ich am Anfang auch eine ziemlich dumme Aktion gebracht habe. Einfach mal da eine Nagelbombe reinwerfen. So, Hallöchen, was haben wir denn hier? Es ist Musik in meinen Ohren. Das ist uns egal. So. Was haben wir denn hier drin? Loot. Möge zu mir kommen. Nein, wir haben bereits einen Baseballschläger. In der Mikrowelle ist auch nichts mehr drin, außer Fliegen. So, das war Rennen, das war Lauschen, genau. So. Steuerung habe ich noch drauf. Oh. Oh. Firefly-Notiz. Nee, warte, ich wollte es eigentlich lesen. Wir brauchen die Fireflies nicht. Sie mögen den Kampf begonnen haben, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht. Auf den Straßen. Das ist unser Blut. Ich will den Kampf nicht, wie sie auf unsere Städte aus... Ach, ich will den Kampf nicht, wie sie auf unsere Städte... Nee, auf andere Städte ausweichen, mein Gott. Es ist 11.45 Uhr. Ich bin vor 2 Stunden aufgestanden. Ich darf mich verlesen. Sie müssen sich die Unabhängigkeit für ihre eigene Stadt verdienen. Und ich befolge bestimmt keine Befehle von irgendeinem Firefly-Anführer, der auf der anderen Seite dieses Landes sitzt. Wir sollten uns ihrer entledigen, bevor der Kampf zu Ende ist. Das ist unser Land, unser Volk. Ich sehe keinen Grund, warum wir uns nicht auch selbst regieren sollten. So, ja. Aber vielleicht wurden sie als Verräter bestraft. Wer weiß. So, die Schränke kann ich nicht aufmachen. Was haben wir denn da? Eine Flasche. Eine Flasche. Ah, da kommt mit. Halt. Da hätten wir fast den Alkohol liegen gelassen. So, wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken. Was? Nur mal so Standsmeldung. Ne? Wasserstandsmeldung. Genau. Was können wir denn machen? Okay, also noch ist nichts voll. Dann ist ja gut. Du kannst eine neue Waffe ausrüsten, indem du einen Waffenplatz X gedrückt hältst. Nein, kann ich nicht, denn ich habe nur 2 Kurzwaffen. Da war was. Da war eine Schere. Also Klingen. Da ist noch Zucker. Und ich will immer mit X sprinten, verdammte Scheiße. Zu viel Witcher gespielt. Ja, noch Gesundheit. Da ist nix, was wir mitnehmen könnten. Nope. Nee, da ist verschlossen. Beziehungsweise... verriegelt. So, hier hinten ist nichts mehr. Nein. Dann schauen wir mal dort hier hinein. Die Schubladen will er nicht aufmachen. Der hat das schon mal durchgespült. Der weiß schon, dass da nichts drin ist. Oh. Ja, das Ganze ist 20 Jahre her. Hier oben gibt's nichts zu looten. Wollt ihr mich verarschen?
kann nicht wahr sein. Ja gut, dieses Soda-Ding hier schaut auch schon aus, als hätte es bessere Tage gesehen. Halt, da ist was. So. Pfeile sind voll. Ach ja, apropos Pfeile. Ich muss mal die Pfeile benutzen. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit auch mit einem Freund das ganze Spiel hier durchgespielt. Und der hat mir gezeigt, wie hammergeil diese Pfeile eigentlich sind. So. Gehen wir hier wieder raus. Also die Pfeile, die können richtig was. Also ich kann nix, aber die Pfeile können was. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. So. Ja, Joel, Achtung, nicht hinfallen, weil die Treppe runterzurennen, das wäre auch blöd. Ne? Fällt er runter, bricht sich das Genick vorbei. Dann kommt der Abspann. So, was haben wir denn hier noch so? Da hinten haben wir wahrscheinlich nichts mehr aus. Außer Dreck. Und Flaschen. Oh. Oh, krass. Harte Strafe. Scheiße, die unterscheiden sich nicht großartig vom Militär in Boston. Eher nicht. Ja, Dieb. Und die Verräter sozusagen haben wir da drinnen gesehen. So, da waren wir drinnen, ne? Ja, da waren wir drinnen. Gut, ich bin die ersten 6 Minuten jetzt erstmal bloß am Looten. Halt. Fast die Munition übersehen, das geht ja nicht. Also so kann sie nicht angehen, dass sie einfach Munition liegen lassen. So. Ich schau nochmal ganz kurz dort hinten. Aber dort hinten scheint nichts zu sein. Na, Joel. Komm. Okay. Die Taschenlampe hat Wackelkontakt. So. Und hopp. Alter. Wir müssen hier fit bleiben. Da ist nix. Nope. Da ist nichts mehr. So, Ellie. Auf geht's. Achso, ich muss drücken. Jetzt mach dein Ding, Ellie. Okay. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. Gute Idee. So. Erstmal da hochgucken. Lumpenalkohol. So, ist da jetzt irgendwas voll? Ja. Lumpen sind voll, so mache ich mir noch einen Molly. Dann hier ist das Sprengpulver voll, mache ich mir eine Nagelbombe, sonstiges. Jetzt hilf mir doch mal hoch. Ja, ist ja gut. Ich weiß, wie wir da auch kommen. Hilf mir mal damit. Achtung, Ali, aufpassen. Hoppala. Na. So, komm. Genau so. Na. Das wird's schon tun. Hoffe ich. So. Kommt sie? Ich hoffe es. Ja, sie kommt. Gut, 5 Erfahrungsdrops. Genau, schauen wir mal kurz in die Erfahrungsdrops rein. 10 haben wir aktuell. Wir haben geskillt auf Lauschmodus-Distanz, maximale Gesundheit und Messermeister. Das nächste wird draufgehen auf Schwanken der Waffe. Ja und ja, das ist richtig notwendig. Ich habe nämlich gesehen, was das ausmacht. Okay, dann an die Arbeit.
So, Werkzeugstufe 2, Nachladetempo, Rückstoß. Hier kann ich gar nichts machen. Reichweite, Zielgeschwindigkeit. Zielgeschwindigkeit. Wir können hier einmal beim Bogen auf Reichweite. Ich würde es jetzt einfach mal ausprobieren. Noch ein bisschen Magazinkapazität. Nachladetempo brauchen wir eigentlich nicht. Okay, hier wäre natürlich Panzerbrechen ganz gut. So, den Rest heben wir uns auf. Das sieht gut aus. Den Rest heben wir uns auf. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir uns snacken können? Vielleicht aus dem Snackautomat? nein. Gut. Ich drücke immer X zum Sprinten. Herrschaftszeiten. Scheiße, runter, runter. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Gehen wir zur Brücke. Okay. Herzlich willkommen in der Welt von The Last of Us. Es wird gemordet, es wird getötet für Essen. Die Leute schlagen sich gegenseitig den Kopf ein. Über die letzten Ressourcen. So, da ist nix. Dann hoch. Na, Ellie, komm. Okay, da geht's also nicht weiter. Okay, jetzt muss ich erst mal wieder reinkommen. Die ganze Scheiße hier. Oh, fuck. Na, komm. Bleib cool, Mann. Immer mit der Ruhe. Bleib cool. Nein, fuck. Jetzt habe ich ein Messer benutzt. Fuck, ich wollte... Wollte ich eigentlich gar nicht. Okay, Das war jetzt ein bisschen blöd, dass Ellie den auf einmal angesprungen hat. Aber okay, wir haben den Ziegelstein genommen und wir haben ihm den Ziegelstein so dermaßen in die Fresse gehauen. Dass er jetzt nichts mehr sagt. Weil, nein, das wollte ich nicht. Bitte lauschen. Okay, hier ist niemand mehr. Zumindest auf den ersten Blick, beziehungsweise auf den ersten Lauscher. Leute, hat hier niemand Loot zurückgelassen? Das kann ja nicht sein. Hier wenigstens noch ein alter Riegel, aber da werden schon Konservierungsstoffe drin sein. Letzter Angriff, Notiz. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Ein Großteil ihrer Streitmacht zog sich zur Liberty Avenue zurück. Um Mitternacht schlagen wir zu, trommelt alle Kampffähigen zusammen und bewaffnet sie. Wer noch stehen kann, kann auch kämpfen. Jeder, der sich weigert, mit uns zu kämpfen, wird vertrieben. Jeder, der die Armee unterstützt, kann ein Exempel statuieren. Heute Abend werden wir dieser Tyrannei ein Ende setzen und ein neues, eigenes Leben beginnen. So. Ja. Da wurde bereits versucht, die Brücke anzugreifen. Nein. Ich will die falsche Taste, verdammte Scheiße. Okay.
Ah, da geht's runter, da sollten wir vielleicht... Da müssen wir vielleicht sogar runter. Weil hier geht's nicht durch. Ja, Ellie. Hast die Waffe ja... Brauchst die Waffe nicht gezückt lassen. Hier ist jetzt gar keiner. Oder? Ne, hier ist keiner. So, schauen wir mal kurz hinter den LKW. Aber so wie ich die Entwickler kenne, ist da nichts. Ja. Mit nichts meine ich natürlich kein Loot. Okay. Da komme ich nirgendwo rein. Das Polizeiauto ist auch komplett voller Sträucher. Okay, da ist niemand. Können wir die Scheiben auch nicht einschlagen? Oh. Jetzt wäre natürlich schwanken der Waffe. Im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ja, ich sehe sie ja. Kommt er jetzt auch mal wieder zurück? Boah, schwanken der Waffe wäre schon ganz nice. Wenn wir das verringern könnten. Ich weiß, dass da ein Draht ist. Ich sehe ihn. Deckung. Das schwankt zu sehr, ich kann nicht. Der macht keinen Ton mehr. Und das ist echt krass. Das ist wirklich krass, dass der instant weg ist. Okay. Wir müssen auch auf diese Drähte aufpassen. Da ist noch einer. Gehen wir mal rein. Weil der Bogen ist auch eine lautlose Waffe. Das ist das Geile daran. Das war echt eng. Psst. Dafür wirst du bezahlen! So. Mist. Das war der zweite. Warte kurz. Brenn, Arschloch! Okay, den haben wir schön getroffen. Oh fuck. Alles klar, das ist gut gelaufen. So, Munition. Aber die ganzen Pfeile sind abgebrochen. Das ist etwas blöd. So, hier sind aber keine mehr, oder? Doch, da unten sind noch welche. Da laufen noch Leute rum. Ah, Pfeil. Das war wahrscheinlich der Pfeil, den wir ihm hier reingeschossen haben. Da kommt aber keiner hoch. Oder zumindest in unsere Richtung. So, was haben wir hier? Mob-Angriff-Notiz. 10. Oktober. Ich sah gerade, wie ein Mob Captain Mastros und den Rest des Trupps mit Benzin übergoss und bei lebendigem Leib verbrannte. Die Tiere feierten das nur. Ein alter Sack hat sich beschwert, das sei Benzinverschwendung. Es waren einfach zu viele.
Ich konnte nur fliehen, aber ich erinnere mich an alle Gesichter. Ich könnte jeden einzelnen jagen und zur Strecke bringen. Kommt keiner vorbei. Da kommt keiner vorbei. Wo sind sie denn hin? Ach, dahinter sind sie. Okay. Da oben loote ich später, sobald die Typen weg sind. Es gibt zwei Möglichkeiten. Alles klar, Spiel. Alles klar. Der ist zu weit weg. Den treffe ich so nicht. Vor allem nicht mit dem Schwanken. Der müsste mal stehen bleiben, verdammte Scheiße. Und dann näher herkommen. Okay, komm her. Aua. Okay, das ist nicht nach Plan gelaufen. Wo ist er? Okay, da hinten ist er. Okay, nehmen wir doch die Wumme hier. So. Das war verdammt knapp. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Boller. Wie bitte? Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Okay, ich finde, es war ganz gut. Was wir hier, ne? Ach, da können wir noch einen Pfeil einsammeln. So, gib her damit. So, und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder bei Let's Play The Last of Us. Bis dann. Tschüss.